Aufregung an Weihnachten. Christmas Adventure. Die großen Holzscheite prasselten fröhlich in dem mächtigen offenen Kamin, doch ihr Prasseln wurde von dem Stimmengewirr der sechs jungen Leute übertönt, die lebhaft miteinander schwatzten. Die Jugend unter den Hausgästen hatte offenbar ihren Spaß an diesem Weihnachtstag. Die alte Miss Endicott, den meisten Anwesenden als Tante Emily bekannt, lächelte nachrichtig über das muntere Geplapper. Jede Wette, dass du keine sechs Törtchen essen kannst, ja. Kann ich doch? Nein, kannst du nicht. Du bekommst die Münze aus dem Triffle, wenn du es schaffst. Ja, und drei Portionen Triffle und zwei Portionen Plumpudding. Ich hoffe nur, dass der Plumpudding gut ist, sagte Miss Endicott besorgt. Er wurde erst vor drei Tagen gemacht. Dabei sollten die plum für Weihnachten lange vor dem Fest zubereitet werden. Ich weiß noch, dass ich als Kind immer dachte, die letzte Kollekte vor dem ersten Adventssonntag das Gebet rühr an, O oh Herr, wir bitten dich, bezöge sich auf das Rühren der Weihnachtspuddings. Es herrschte höfliche Stille, während Miss Endicott sprach. Nicht, weil sich die jungen Leute auch nur im mindesten für ihre Reminiszenzen an frühere Zeiten interessiert hätten, sondern weil sie fanden, dass es der Anstand gebot, ihrer Gastgeberin Aufmerksamkeit zu zollen. Sobald sie geendet hatte, setzte das laute Stimmengewirr wieder ein. Miss Endicott seufzte und warf, wie auf der Suche nach einem Gleichgesinnten, einen Blick auf das einzige Mitglied der Gesellschaft, das ihr an Jahren nahe kam, einen kleinen Mann mit einem merkwürdigen, eiförmigen Kopf und einem stattlichen, kräftigen Schnurrbart. Junge Leute waren auch nicht mehr, was sie früher waren, dachte Miss Endicott. In der guten alten Zeit hätten sie stumm und respektvoll den weisen Worten gelauscht, die die Älteren wie Perlen vor ihnen ausbreiteten. Stattdessen nun dieses alberne Geplapper, das noch dazu meist völlig unverständlich war. Gleichviel, es waren liebe Kinder. Ihre Augen wurden sanft, als sie sie der Reihe nach betrachtete: die hochgewachsene, sommersprossige Hirn, die kleine Nancy Cadell, dunkelhaarig und von zigeunerhafter Schönheit. Die beiden jüngeren Buben, Joni und Eric, die für die Feiertage aus dem Internat nach Hause gekommen waren, und ihr Freund Kali Pirse und die schöne blonde Evelyn Hubbard. Bei dem Gedanken an Letztere zogen sich ihre Brauen ein wenig zusammen, und ihre Augen wanderten hinüber zu ihrem ältesten Neffen, Roger, der mürrisch schweigend da saß, ohne sich an der fröhlichen Unterhaltung zu beteiligen, den Blick unverwandt auf die hinreißende nordische Blondheit des jungen Mädchens geheftet. Ist der Schnee nicht toll? rief Joni und trat ans Fenster. Richtiges Weihnachtswetter. Kommt, wir machen eine Schneeballschlacht. Es ist doch noch viel Zeit bis zum Essen, nicht wahr, Tante Emily? Aber ja. Wir speisen erst um zwei Uhr. Dabei fällt mir ein, dass ich mich noch um den Tisch kümmern muss. Sie eilte aus dem Zimmer. Wisst ihr was? Wir bauen einen Schneemann, kreischte ihr. Au oh ja, das wird lustig. Wir machen eine Schnellskulptur von Monsieur Poirot. Haben Sie gehört, Monsieur Poirot? Eine Statue des Meisterdetektivs Hercule Poirot aus Schnee geformt von sechs berühmten Künstlern. Der kleine Mann im Sessel verbeugte sich verbindlich und zwinkerte verschmitzt. Aber sie muss sehr stattlich werden, Mess enfants, sagte er mit Nachdruck. Ich bestehe darauf. Und ob. Die ganze Bande lief wie ein Wirbelwind hinaus. Wobei sie unter der Tür mit einem würdevollen Butler kollidierte, der soeben mit einem Brief auf einem silbernen Tablett eintrat. Nachdem der Butler seine Fassung wieder gewonnen hatte, ging er auf Poirot zu. Poirot nahm den Brief entgegen und riss ihn auf. Der Butler zog sich zurück. Zweimal las der kleine Mann den Brief, faltete ihn dann zusammen und steckte ihn ein. In seinem Gesicht hatte sich kein Muskel bewegt, obgleich der Inhalt des Schreibens höchst erstaunlich war. Mit ungelenker Hand waren die Worte gekritzelt, Essen Sie keinen Plumpudding. Sehr interessant, murmelte Poirot bei sich. Und völlig unerwartet. Er sah hinüber zum Kamin. Evelyn Havort war nicht mit den anderen hinausgegangen. Sie starrte, in Gedanken versunken, ins Feuer und spielte nervös an dem Ring am vierten Finger ihrer linken Hand herum. Sie sind in einen Traum vertieft, Mademoiselle, sagte der kleine Mann schließlich. Und der Traum ist kein glücklicher, habe ich recht. Sie zuckte zusammen und sah unsicher zu ihm hinüber. Er nickte aufmunternd. Es gehört zu meinem Beruf, dergleichen zu wissen. Nein, Sie sind nicht glücklich. Auch ich bin nicht sehr glücklich. Wollen wir uns einander anvertrauen? Sehen Sie, ich habe einen großen Kummer, denn ein Freund von mir, ein Freund seit vielen Jahren, ist fortgegangen über das Meer nach Südamerika. Manchmal, wenn wir zusammen waren, machte mich dieser Freund ungeduldig, seine Stupidität brachte mich auf, aber nun, da er fort ist, erinnere ich mich nur an seine guten Eigenschaften. So ist das Leben. Habe ich recht. Und nun, Mademoiselle, was ist Ihr Problem? Sie sind nicht wie ich, alt und allein, sie sind jung und sehr schön, und der Mann, den Sie lieben, liebt Sie. Oh ja, ganz gewiss. Ich habe ihn während der letzten halben Stunde beobachtet. Das junge Mädchen errötete. Sprechen Sie von Roger Endicott? Oh, Sie irren sich. Roger ist nicht mein Verlobter. Nein, Sie sind mit Mr. Oscar Llewelyn verlobt. Ich weiß das sehr wohl. Aber warum sind Sie mit ihm verlobt, wenn Sie einen anderen Mann lieben? Das junge Mädchen schien ihm die Frage nicht zu verübeln, etwas in seiner Art machte es ihr unmöglich. Er sprach mit einer Mischung aus Güte und Autorität. Die unwiderstehlich war. Erzählen Sie mir alles, sagte Poirot sanft, und er fügte den Satz hinzu, den er schon zuvor benutzt hatte und der für das junge Mädchen seltsam tröstlich klang. Es gehört zu meinem Beruf, dergleichen zu wissen. Ich bin ja so unglücklich, Monsieur Poirot so schrecklich unglücklich. Wissen Sie, wir waren früher sehr wohlhabend. Ich galt als reiche Erbin, und Roger war nur ein jüngerer Sohn, und und obwohl ich überzeugt bin, dass er etwas für mich empfand, sagte er nie ein Wort, sondern ging nach Australien. Es ist sehr eigenartig, wie man hier bei ihnen Ehen arrangiert, warf Poirot ein. Kein System. Keine Methode. Alles bleibt dem Zufall überlassen. Evelyn sprach weiter. Dann verloren wir plötzlich unser ganzes Geld. Meine Mutter und ich standen praktisch mittellos da. Wir zogen in ein kleines Häuschen und schlugen uns mühsam durch. Doch dann wurde meine Mutter sehr krank. Ihre einzige Chance war eine schwere Operation und ein Aufenthalt in einem warmen Klima. Aber wir hatten doch kein Geld, Monsieur Poirot, wir hatten kein Geld. Und das bedeutete, dass sie sterben musste. Herr Leweyin hatte mir bereits ein oder zweimal einen Antrag gemacht. Nun bat er mich erneut, ihn zu heiraten, und versprach, alles für meine Mutter zu tun, was getan werden konnte ich sagte ja was hätte ich anderes tun können er hielt wort die operation wurde von der größten kapazität unserer zeit durchgeführt und wir verbrachten den winter in ägypten das war vor einem jahr meine mutter ist wieder gesund und bei kräften und ich ich soll nach den feiertagen herr Levein heiraten ich verstehe sagte poirot und in der zwischenzeit ist Rogas älterer bruder gestorben und er ist nach hause gekommen und findet seinen traum zerstört gleich viel, mademoiselle sie sind noch nicht verheiratet eine habard bricht ihr wort nicht monsieur poirot sagte das junge mädchen stolz sie hatte kaum ausgeredet als die tür aufging und ein kräftiger mann mit rötlicher gesichtsfarbe kleinen verschlagenen augen und kahlem schädel auf der schwelle erschien was bläst du hier drinnen trübsal evelyn mach lieber einen spaziergang mit mir wie du meinst oskar Sie stand lustlos auf. Poirot erhob sich ebenfalls und erkündigte sich höflich. Mademoiselle Levéne ist noch immer indisponiert. Ja, ich bedaure, sagen zu müssen, dass meine Schwester noch immer das Bett hüten muss. Zu schade, ausgerechnet an Weihnachten krank zu sein. In der Tat stimmte ihm der Detektiv höflich zu. Einige Minuten genügten Everin, um ihre Schnestiefel und warme Sachen anzuziehen, und dann gingen sie und ihr Verlobter hinaus in den verschneiten Park. Es war ein idealer Weihnachtstag, kalt und sonnig. Die übrigen Hausgäste waren mit der Errichtung des Schneemannes beschäftigt. Levein und Everin blieben stehen, um ihnen zuzusehen. Muss Liebe schön sein, rief Joni und warf einen Schneeball nach ihnen. Wie gefällt dir unser Werk, Everin? rief hier. Mérieux Hercule Poirot, der Meisterdetektiv. Wartet, bis er erst seinen Schnurrbart hat, sagte Eric. Nancy will sich dafür extra ein bisschen Haar abschneiden. Bewendt les braves Belges. Peng, Peng. Einfach riesig, einen leibhaftigen Detektiv im Haus zu haben, meinte Kalie. Jetzt müsste es nur noch einen Mord geben. Ja, 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 rief Jan und begann herumzutanzen. Ich habe eine prima-Idee. Lasst uns einen Mord begehen, einen vorgetäuschten natürlich. Und den Meisterdetektiv verkohlen. Kommt schon. Das wird ein Heidenspaß. Fünf Stimmen begannen durcheinander zu reden. Wie soll das gehen? Grässliches Gestöhne. Nein, du Dummkopf, hier draußen. Fußspuren im Schnee natürlich. Jähren im Nachthemd. Man nimmt dazu rote Farbe. Ja auf die Hand und klatscht sie sich dann auf den Kopf. Wenn wir doch bloß einen Revolver hätten. Glaubt mir, Vater und Tante M werden nichts hören. Ihre Zimmer liegen auf der anderen Seite des Hauses. Nein, er nimmt es bestimmt nicht übel, der Mann hat jede Menge Sinn für Humor. Gut, aber was für Farbe? Nagellack. Wir könnten uns welchen im Dorf besorgen. Doch nicht an Weihnachten, du Blödmann. Nein, Wasserfarbe, Kamesin-Rot. Jern kann die Leiche sein. Na und? Dann frierst du eben ein bisschen. Es ist ja nicht für lange. Nein, nehmen wir lieber Nancy. Die hat doch diesen schicken Pydama. Mal sehen, ob Graves weiß, wo es Farbe hat. Alle stürmten ins Haus. So selbstvergessen, Endicott erkündigte sich Lewellen mit einem unangenehmen Lachen. Roger kam mit einem Ruck zu sich. Er hatte wenig von dem gehört, was um ihn herum vorgegangen war. Ich habe nur nachgedacht, sagte er ruhig. Nachgedacht. Nachgedacht, warum eigentlich Monsieur Poirot hier ist. Leweing schien bestürzt zu sein, doch in dem Moment ertönte der große Gong, und alle gingen hinein zum Weihnachtsessen. Im Esszimmer waren die Vorhänge zugezogen und die Lampen an, die den langen mit kneibonbons und anderen dekorationen üppig geschmückten tisch beleuchteten es war ein richtiges altmodisches weihnachtsessen am einen ende der tafel saß der hausherr rotgesichtig und jovial ihm gegenüber am anderen ende saß seine schwester heurott hatte zu ehren des festlichen anlasses eine rote weste angelegt und seine rundlichkeit sowie die art wie er den kopf schief hielt ließen einen unwillkürlich an ein Rotkehlchen denken der hausherr tranchierte gekonnt und alle machten sich an den Tothahn. Die Karkassen der beiden Tothähne wurden abgetragen, und es trat gespannte Stille ein. Dann erschien Graves, der feierlich den Plumpudding herentrug, einen gigantischen, von Flammen umzüngelten Plumpudding, woraufhin ein gewaltiges Getöse ausbrach. Schnell! Oh, mein Stück geht schon aus. Beeilen Sie sich, Graves. Wenn er nicht mehr brennt, geht mein Wunsch nicht in Erfüllung. Niemand hatte Muße, den eigenartigen Ausdruck auf Poirots Gesicht zu beobachten, als dieser die Portion auf seinem Teller inspizierte. Niemand bemerkte den Blick, den er blitzschnell in die Runde warf. Mit leicht gerunzelter Stirn begann er vorsichtig seinen Plumpudding zu essen. Alle begannen ihren Plumpudding zu essen. Die Unterhaltung war gedämpfter. Plötzlich stieß der Hausherr einen Schrei aus. Sein Gesicht lief violett an, und er hielt sich die Hand vor den Mund. Zum Henker, Emily, brüllte er. Wie kannst du die Köchin Glas in die Puddings tun lassen? Glas, rief Miss Endicott erstaunt aus. Der Hausherr entfernte den Fremdkörper aus seinem Mund. Hätte mir glatt einen Zahn abbrechen können, schimpfte er. Oder das Ding verschlucken und Blinddarmentzündung bekommen können. Vor jedem am Tisch stand eine kleine Fingerschale mit Wasser für die Münzen und die anderen Überraschungen. Die im Dessert versteckt waren. Herr Endicott ließ das Stück Glas in sein Schäfchen fallen, spülte es ab und hielt es hoch. Allmächtiger, stieß er hervor. Ein roter Stein aus einer Knallbonbonbursche. Sie gestatten. Rasch und geschickt nahm Poirot ihm den besagten Gegenstand aus der Hand und betrachtete ihn eingehend. Wie der Hausherr gesagt hatte, handelte es sich um einen großen roten Stein, der die Farbe eines Rubins hatte. An seinen Facetten brach sich funkelnd das Licht, als Poirot ihn hin und her drehte. Mann, rief erregt, vielleicht ist er echt. Sei nicht albern, sagte Jen vorwurfsvoll. Ein Rubin von dieser Größe wäre Tausende und aber Tausende wert, stimmt es, Monsieur Poirot. Wirklich erstaunlich, wie echt die Sachen aus den Knallbonbons heutzutage aussehen, murmelte Miss Endicott. Aber wie ist er in den Pudding gekommen? Das war zweifellos die große Frage. Jede Hypothese wurde erschöpfend behandelt. Lediglich Poirot äußerte sich nicht, sondern ließ nur achtlos, wie in Gedanken das, den Stein in seine Rocktasche gleiten. Nach dem Essen stattete er der Küche einen Besuch ab. Die Köchin war ziemlich aufgeregt. Von einem der Hausgäste befragt zu werden, noch dazu von einem ausländischen Gentleman. Aber sie bemühte sich rätlich, seine Fragen zu beantworten. Die Puddings waren vor drei Tagen zubereitet worden. An dem Tag, an dem sie angekommen sind. Sir. Alle hatten sich kurz bei ihr in der Küche eingefunden, um zu rühren und sich dabei etwas zu wünschen. Ein alter Brauch, den man im Ausland wohl nicht kannte. Anschließend wurden die Puddings gekocht und dann in der Speisekammer nebeneinander auf das oberste Regal gestellt. Ob sich dieser Pudding in irgendeiner Weise von den anderen unterschied. Nein, das glaube sie nicht. Außer dass er in einer Puddingform aus Aluminium gewesen sei, die anderen dagegen in Porzellanformen. Ob dieser Pudding von Anfang an für den Weihnachtstag bestimmt gewesen sei? Merkwürdig, dass der Herr danach frage. Das sei er nämlich nicht gewesen. Der Weihnachtspudding werde immer in einer großen weißen Porzellanform mit einem Muster aus Stechballenblättern gekocht. Aber heute Morgen das rote Gesicht der Köchin wurde grimmig habe Gladys, das Küchenmädchen, die ihn zum Erhitzen habe holen sollen, es doch tatsächlich fertiggebracht, ihn vollen zu lassen. Und weil Scherben hätten drin sein können, habe ich ihn natürlich nicht auftragen lassen, sondern habe stattdessen den aus der großen Aluminiumform genommen. Poirot dankte ihr für diese Auskünfte. Er verließ die Küche mit einem leisen Lächeln auf den Lippen, als wäre er mit den Informationen, die er erhalten hatte, zufrieden. Und die Finger seiner rechten Hand spielten mit etwas in seiner Tasche. Marie Poirot, Marieux Poirot, wachen Sie auf! Es ist etwas Schreckliches passiert. So rief Joni in den frühen Stunden des darauffolgenden Morgens. Poirot setzte sich im Bett auf. Er trug eine Nachtmütze. Der Gegensatz zwischen seiner würdevollen Miene und dem Kessenwinkel der auf seinem Kopf thronenden Nachtmütze war zwar komisch, aber die Wirkung auf Joni schien doch etwas übertrieben. Wenn seine Worte nicht gewesen wären. Hätte man annehmen können, der Junge amüsiere sich köstlich. Auch draußen vom Flur kamen eigenartige Geräusche, die an explodierende Sodabascha-Flaschen erinnerten. Bitte kommen Sie gleich mit hinunter, fuhr Johnny mit leicht bebender Stimme fort. Es ist jemand ermordet worden. Er wandte sich ab. Oh, das ist allerdings etwas Ernstes, sagte Poirot. Er stand auf und machte, ohne sich übermäßig zu beeilen, die unbedingt erforderliche Toilette. Dann folgte er Joni nach unten. Die Hausgäste drängten sich an der Tür zum Garten. Ihre Gesichter drückten allesamt starke Gefühlsregungen aus. Beim Anblick von Poirot erlitt Eric einen heftigen Erstickungsanfall. Ian trat vor und legte die Hand auf Poirots Arm. Dort! Sehen Sie! sagte sie und deutete pathetisch durch die offene Tür. Mondio! stieß Poirot hervor. Das ist ja wie im Theater. Seine Bemerkung war keineswegs unpassend. Während der Nacht hatte es wieder geschneit, und im fahlen Licht der Morgendämmerung sah die Welt weiß und gespenstisch aus. Nichts unterbrach die weite weiße Fläche bis auf etwas, das wie ein leuchtend scharlachroter Fleck aussah. Nancy Kadel lag regungslos im Schnee. Sie war mit einem scharlachroten Seidenpyjama bekleidet, ihre kleinen Führer waren nackt und ihre Arme ausgestreckt. Ihr Gesicht war zur Seite gedreht und unter der Fülle ihres lockigen schwarzen Haares verborgen. Totenstill lag sie da, und aus ihrer linken Seite ragte der Griff eines Dolches, während sich im Schnee ein ständig größer werdender kamesinroter Fleck ausbreitete. Heurot ging hinaus in den Schnee. Er begab sich nicht an die Stelle, wo das Mädchen lag, sondern blieb auf dem Weg. Zwei Fußspuren, die eines Mannes und einer Frau, führten zu dem Ort, an dem sich der tragische Vorfall ereignet hatte. Die Spuren des Mannes gingen in der entgegengesetzten Pachtung weiter, allein. Peurot blieb auf dem Weg stehen und strich sich nachdenklich über das Kinn. Plötzlich kam Oskar Levein aus dem Haus gestürzt. Großer Gott, rief er. Was ist passiert? Seine Erregung stand in krassem Gegensatz zu Peurots Gelassenheit. Mir scheint, sagte Peurot bedächtig, ein Mord. Eric bekam erneut einen heftigen Hustenanfall. Aber wir müssen doch etwas tun, rief der andere. Was machen wir denn jetzt? Da gibt es nur eins, sagte Poirot. Wir müssen die Polizei holen. Oh, sagten alle gleichzeitig. Poirot blickte forschend in die Runde. Aber ja, sagte er. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Wer von ihnen geht? Es herrschte Schweigen, doch dann trat Joni vor. Der Spaß ist zu Ende, verkündete er. Ich kann nur hoffen, Monsieur Poirot, dass Sie uns nicht allzu böse sind. Das Ganze war nämlich ein Jux, den wir uns ausgedacht haben, um Sie auf den Arm zu nehmen. Nancy simuliert bloß. Poirot betrachtete ihn ohne sichtliche Gemütsbewegung, außer dass seine Augen einen Moment lang funkelten. Sie machen sich über mich lustig, ist es so? Da kündigte er sich ruhig. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ehrlich. Wir hätten das nicht tun sollen. Gräßlich geschmacklos. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ganz ehrlich. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, sagte der andere in einem sonderbaren Ton. Joni drehte sich um. Hey, Nancy, steh auf, rief er. Oder willst du den ganzen Tag da liegen bleiben? Aber die Gestalt im Schnee rührte sich nicht. Steh schon auf, rief Joni noch einmal. Doch Nancy bewegte sich nicht, und plötzlich ergriff namenlose Furcht den Jungen. Er drehte sich zu Poirot um. Was, was ist denn los? Warum steht sie nicht auf? Kommen Sie mit, sagte Poirot barsch. Er stapfte durch den Schnee. Er hatte die anderen mit einer Handbewegung angewiesen, zurückzubleiben und achtete darauf, die vorhandenen Fußspuren nicht zu zerstören. Der Junge folgte ihm verängstigt und verwirrt. Poirot kniete neben dem Mädchen nieder und winkte Joni näher. Fühlen Sie Ihre Hand und Ihren Puls. Verwundert bückte sich der Junge und sprang dann mit einem Schrei zurück. Die Hand und der Arm waren steif und kalt und es war keinerlei Pulsschlag zu fühlen. Sie ist tot, ächzte er. Aber wie? Warum? Poirot überging den ersten Teil der Frage. Warum, sagte er sinnend. Das frage ich mich auch. Dann beugte er sich unvermittelt über die Leiche des Mädchens und bog die Finger ihrer anderen Hand zurück, die etwas fest umklammerten. Sowohl er als auch der Junge Stieren einen Schrei aus. In Nancy's Hand lag ein roter Stein, der funkelte und Feuer versprühte. Aha, rief Poirot. Seine Hand verschwand blitzschnell in seiner Hosentasche und kam leer wieder heraus. Der Rubin aus dem Knallbonbon, sagte Joni verwundert. Als sich sein Begleiter dann vorbeugte, um den Dolch und den blutgetränkten Schnee zu untersuchen, stieß er hervor, das kann kein Blut sein, Monsieur Poirot. Das ist Farbe. Das ist doch nur Farbe. Poirot richtete sich auf. Ja, sagte er ruhig. Sie haben recht. Es ist nur Farbe. Aber wie? Der Junge brach ab. Heurot beendete den Satz für ihn. Wie wurde sie getötet? Das müssen wir herausfinden. Hat sie heute Morgen etwas gegessen oder getrunken? Während er sprach, ging er zurück zum Beck, wo die anderen warteten. Joni folgte dicht hinter ihm. Sie hat eine Tasse Tee getrunken, sagte der Junge. Herr Levering hat sie ihr gemacht. Er hat eine Spirituslampe in seinem Zimmer. Jonis Stimme war laut und klar. Leveen hörte die Worte. Habe immer eine Spirituslampe bei mir, wenn ich unterwegs bin, verkündete er. Meine Schwester war in den letzten Tagen sehr froh darüber, wollte ja nicht ständig das Personal belästigen. Horot senkte den Blick, fast entschuldigend, wie es schien, auf Herr Leveens Füße, die in Pantoffeln steckten. Sie haben die Schuhe gewechselt, wie ich sehe, murmelte er freundlich. Levein starrte ihn an. Aber Monsieur Poirot rief ihn: "Was sollen wir denn jetzt tun?" "Da gibt es nur eins zu tun, wie ich bereits sagte, Mademoiselle. Wir müssen die Polizei holen." "Ich gehe", rief Levein. "Ich brauche nur einen Moment, um meine Stiefel anzuziehen. Aber Sie sollten nicht länger hier draußen in der Kälte bleiben." Er verschwand im Haus. Er ist sehr rücksichtsvoll, dieser Herr Levein. Murmelte Poirot leise. Wollen wir seinen Rat annehmen? Sollten wir nicht Vater wecken und die anderen? Nein, sagte Poirot scharf. Das ist absolut nicht erforderlich. Bis die Polizei eintrifft, darf hier draußen nichts angerührt werden. Wollen wir nicht hineingehen? In die Bibliothek. Ich habe Ihnen eine kleine Geschichte zu erzählen, die Sie vielleicht von diesem traurigen und tragischen Vorfall ablenken wird. Er ging voran, und alle folgten ihm. Die Geschichte handelt von einem Rubin, sagte Poirot, während er es sich in einem bequemen Sessel gemütlich machte. Einem sehr berühmten Rubin, der einem sehr berühmten Mann gehörte. Ich werde Ihnen nicht seinen Namen nennen, aber er ist einer der Großen dieser Erde. Er bin, dieser große Mann, er kam nach London, inkognito. Und da er nicht nur ein großer Mann war, sondern auch ein junger und leichtsinniger Mann, ließ er sich mit einer hübschen jungen Dame ein. Die hübsche junge Dame, sie machte sich nicht viel aus dem Mann, aber sie machte sich sehr viel aus seinem Besitz, so viel, dass sie eines Tages mit dem historischen Rubin verschwand, der seit Generationen seiner Familie gehört hatte. Der arme junge Mann, er befand sich in einem großen Dilemma. Er soll in Kürze eine edle Prinzessin heiraten, und er wünscht keinen Skandal. Er kann unmöglich zur Polizei gehen, also kommt er stattdessen zu mir. Er sagt, bringen Sie mir meinen Rubin zurück. Erbin, ich weiß einiges über diese junge Dame. Sie hat einen Bruder und die beiden haben so manchen raffinierten Kob ausgeführt. Es trifft sich, dass ich weiß, wo sie Weihnachten verbringen. Herr Endicott, den ich zufällig kenne, hat die Liebenswürdigkeit, mich ebenfalls einzuladen. Aber als die hübsche junge Dame hört, dass ich eintreffe, ist sie sehr alarmiert. Sie ist intelligent. Und sie weiß, dass ich hinter dem Rubin her bin. Sie muss ihn unverzüglich an einem sicheren Ort verstecken, und nun raten Sie, wo sie ihn versteckt in einem Plumpudding. Ja, Sie sind zu Recht überrascht. Die hübsche junge Dame rührt mit den anderen, und sie wirft ihn in eine Puddingschüssel aus Aluminium, die sich von den anderen unterscheidet. Durch einen seltsamen Zufall wurde dieser Pudding am Weihnachtstag serviert. Die Tragödie war für einen Moment vergessen, und alle starrten Poirot mit offenem Mund an. Danach fuhr der kleine Mann fort, begab sie sich krank zu Bett. Er zog seine Taschenuhr hervor und warf einen Blick darauf. Das Haus ist erwacht. Herr Levin braucht sehr lange, um die Polizei zu holen, nicht wahr? Ich glaube, seine Schwester ist mit ihm gegangen. Evelyn erhob sich mit einem Schrei, den Blick auf Poirot geheftet. Und ich glaube, sie werden nicht zurückkommen. Oskar Levein bewegt sich schon seit langem hart an der Grenze des Erlaubten und das ist das Ende. Er und seine Schwester werden ihre Aktivitäten eine Zeit lang im Ausland fortsetzen, unter einem anderen Namen. Heute Morgen habe ich ihn abwechselnd gereizt und erschreckt. Indem er seine Maske fallen ließ, konnte er den Rubin in seinen Besitz bringen, während wir im Haus waren und er vorgeblich die Polizei holte. Doch das bedeutete, alle Brücken hinter sich abbrechen. Aber da ihm ein Mord in die Schuhe geschoben werden sollte, schien es ihm geboten, die Flucht zu ergreifen. Hat er Nancy getötet? flüsterte ihr. Hoherot erhob sich. Ich schlage vor, wir begeben uns noch einmal zum Tatort, sagte er. Er ging voran, und alle folgten ihm. Aber als sie aus dem Haus traten, verschlug es allen gleichzeitig den Atem. Nichts deutete mehr auf das tragische Ereignis hin. Der Schnee war glatt und unberührt. Mann, oh Mann, sagte Eric und sank auf die Stufen. Das Ganze war doch kein Traum, oder? Höchst mysteriös, sagte Poirot. Das Geheimnis der verschwundenen Leiche. Seine Augen funkelten verschmitzt. Jan trat näher an ihn heran, da ein jäher Verdacht in ihr aufstieg. Marie Poirot, Sie haben doch nicht, Sie sind doch nicht, ich meine, Sie haben uns doch nicht die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Oh, ich glaube, das haben Sie wirklich. So ist es, meine Kinder. Ich wusste von Ihrem kleinen Komplott, und darum habe ich ein kleines Gegenkomplott arrangiert. Ah, da ist Mademoiselle Nancy unbeschadet, wie ich hoffe, nach Ihrer hervorragenden schauspielerischen Leistung in meiner kleinen Komödie. Es war tatsächlich Nancy Cardell, wie sie leibte und lebte. Ihre Augen glänzten, und das ganze Persönchen strahlte Gesundheit und Vitalität aus. Sie haben sich doch nicht erkältet. Sie haben den Lindenblütentee getrunken, den ich Ihnen auf Ihr Zimmer schickte, erkündigte sich Poirot vorwurfsvoll. Ein einziger Schluck davon hat mir genügt. Es geht mir prima. Habe ich meine Sache gut gemacht, Monsieur Poirot. Aber mein Arm tut ganz schön weh von der Aller Presse. Sie waren großartig, Ma petite. Aber wollen wir die anderen nicht aufklären? Sie tappen noch immer im Dunkeln wie ich sehe. Nun, mes enfans, ich ging zu Mademoiselle Nancy, sagte ihr, dass ich über ihr kleines Komplott Bescheid wüsste, und fragte sie, ob sie für mich eine Rolle spielen würde. Sie ging sehr geschickt vor. Sie veranlasste Herr Levey, ihr eine Tasse Tee zu machen, und es gelang ihr außerdem, dass er derjenige war, der die Fußbohren im Schnee zurückließ. Als der Augenblick gekommen war und er dachte, sie sei durch einen unglücklichen Zufall tatsächlich tot, hatte ich alle Indizien, um ihm Angst zu machen. Was geschah, nachdem wir ins Haus gegangen waren, Mademoiselle? Er kam mit seiner Schwester herunter, riss mir den Rubin aus der Hand und dann machten sie sich Hals über Kopf aus dem Staub. Aber Monsieur Poirot, was ist mit dem Rubin?", rief er. "Heißt das, dass sie die beiden mit dem Rubin haben entwischen lassen?" Poirot machte ein langes Gesicht, als er dem Kreis vorwurfsvoller Blicke begegnete. Ich werde ihn wieder herbeischaffen, sagte er matt, aber er spürte, dass er in ihrer Achtung gesunken war. Das will ich auch schwer hoffen, begann Joni, die beiden mit dem Rubin abhauen zu lassen. Aber Jern war scharfsinniger. Er nimmt uns schon wieder auf den Arm, rief sie aus. Habe ich recht? Greifen Sie in meine linke Rocktasche, Mademoiselle. Ian schob eifrig die Hand hinein und zog sie mit einem triumphierenden Schrei wieder heraus. Sie hielt den großen Rubin in all seiner funkelnden Pracht in die Höhe. Sie müssen wissen, erläuterte Poirot, der andere war nur eine wertlose Nachbildung, die ich aus London mitgebracht hatte. Ist er nicht raffiniert? fragte Ian begeistert. Eins haben Sie uns aber noch nicht verraten, sagte Johnny unvermittelt. Woher wussten sie von dem Jux? Hat Nancy es ihnen erzählt? Poirot schüttelte den Kopf. Aber woher wussten sie es denn? Es gehört zu meinem Beruf, dergleichen zu wissen, sagte Poirot leise lächelnd, als er Evelyn Havort und Roger Endicott zusammen den Weg hinuntergehen sah. Ja, ja, aber verraten sie es uns doch. Ach bitte, bitte. Lieber Monsieur Poirot, bitte verraten sie es uns. Er war von einem Kreis aufgeregter, begieriger Gesichter umring. Sie wollen wirklich, dass ich das Rätsel für Sie löse. Ja, ich glaube nicht, dass ich das kann. Warum nicht? Ma foi, Sie werden sehr enttäuscht sein. Ach bitte, Sie müssen es uns verraten. Woher wussten Sie es? Nun ja, ich war in der Bibliothek. Und, und sie haben draußen über ihr Vorhaben gesprochen und das Fenster stand offen. Das ist alles, fragte Erik empört. Na, dann war es keine Kunst. Nicht wahr, sagte Poirot lächelnd. Jedenfalls wissen wir jetzt alles, sagte Jen mit Befriedigung in ihrer Stimme. Tatsächlich, murmelte Poirot bei sich, als er ins Haus ging. Ich weiß nicht alles ich, zu dessen Beruf es gehört, dergleichen zu wissen. Und er zog wohl zum zwanzigsten Mal ein ziemlich schmutziges Blatt Papier aus der Rocktasche. Essen Sie keinen Plumpudding. Poirot schüttelte verwirrt den Kopf. Im gleichen Moment wurde er sich eines merkwürdigen Keuchens in unmittelbarer Nähe seiner Füße bewusst. Er blickte zu Boden und erspähte ein schmächtiges Mädchen in einem geblümten Kleid. In der linken Hand hatte sie eine Kehrschaufel und in der rechten einen Besen. Wen haben wir denn hier? Erkündigte sich Poirot. Annie Hicks, wenn es recht ist, Sir. Ich helfe der Köchin und dem Stubenmädchen. Poirot hatte einen Geistesblitz. Er reichte ihr den Zettel. Haben Sie das geschrieben? Annie. Ich habe es nur gut gemeint, Sir. Er lächelte sie an. Aber natürlich. Wollen Sie mir nicht alles erzählen? Es war bloß wegen den beiden, Sir dem Herr Leweing und seiner Schwester. Von uns kann die keiner leiden, und dass sie überhaupt nicht krank war, das haben wir gleich gemerkt. Ich hab mir gedacht, dass da was faul ist. Ich sag es ihnen frei heraus, Sir, ich hab an der Tür gelauscht und hab ihn klippe und klar sagen hören, dieser Poirot muss schleunigst aus dem Bett geräumt werden. Und dann sagte er zu ihr, wo hast du es hingetan? Und sie antwortete, in den Pudding. Und da war mir klar, dass die sie mit dem Weihnachtspudding vergiften wollten, aber ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Die Köchin täte einer wie mir ja doch nicht glauben. Und da hab ich gedacht, ich schreib ihnen, um sie zu warnen, und hab den Brief in die Halle gelegt, damit Herr Grabes ihn auch ganz bestimmt sieht und ihnen bringt. Anni hielt atemlos inne. Heurot musterte sie längere Zeit. Sie lesen zu viele Unterhaltungsromane, Annie, sagte er schließlich. Aber Sie haben ein gutes Herz, und Sie sind nicht dumm. Wenn ich wieder in London bin, werde ich Ihnen ein ausgezeichnetes Buch schicken über die Menage sowie das Leben der Heiligen und ein Werk über die ökonomische Stellung der Frau. Er ließ die völlig verdutzte Annie stehen und durchquerte die Halle. Er hatte in die Bibliothek gehen wollen, doch durch die offene Tür sah er, Dicht nebeneinander, einen dunkelhaarigen Kopf und einen blonden, und so hielt er inne, wo er war. Plötzlich schlangen sich zwei Arme um seinen Hals. Was bleiben Sie ausgerechnet unter dem Mistelzweig stehen, sagte ihn. Ich auch, rief Nancy. Poirot genoss das ganze, genoss es in der Tat ganz ungemein. Nachwort. Christmas Adventure erschien unter dem Titel The Adventure of the Christmas Pudding erstmals in The Sketch vom 12. Dezember 1923 als letzte Story in der zweiten Folge von Kurzgeschichten, die unter dem Titel The Grace Cells of M. Puyiroth veröffentlicht wurden. In den 40er Jahren wurde sie dann in zwei kurzlebige Sammelbände aufgenommen nämlich in Problem et in Christmas Adventure und in Poirot The Murderer, bevor sie, viele Jahre später, von Christi zu einer Novelle erweitert wurde. Als solche erschien sie in The Adventure of the Christmas Pudding in a Selection of Entries, 1960 ein diplomatischer Zwischenfall. Im Vorwort zu diesem Buch schrieb Christi, die Geschichte erinnere an die Weihnachtsfeste, die sie in ihrer Jugend, nach dem Tod des Vaters im Jahre 1901 mit ihrer Mutter in Abney Hall in Stockport verbracht hatte. Abney Hall war von Sir James Watts gebaut worden, ehemals Lord Major von Manchester und Großvater von James Watts, dem Mann von Christys älterer Schwester Match. In ihrer 1977 veröffentlichten Autobiografie schreibt Christie über Abney Hall: Für ein Kind war es ein wunderbares Haus, um darin Weihnachten zu feiern. Es war ein riesiges Anwesen im viktorianischen Stil und besaß nicht nur eine Unzahl von Zimmern, Gängen, unerwarteten Stufen, Hintertreppen, Vordertreppen, Alkoven, Erkern, alles, was ein Kind sich nur wünschen kann, sondern auch eine Orgel und drei verschiedene Klaviere, welche man spielen konnte. An anderer Stelle beschreibt sie die Tische, die unter der Last der Schlemmereien ächzten und die großzügige Gastlichkeit. Es gab dort eine für jedermann zugängliche Speisekammer, in der man sich an Schokolade und Näschereien aller Art gütlich tun durfte, wann immer man wollte. Und wenn Agatha nicht gerade mit Essen beschäftigt war, gewöhnlich im Wettstreit mit James Watts, jüngerem Bruder Humphrey, dann spielte sie mit ihm und seinen Brüdern Lionel und Miles und deren Schwestern an. Vielleicht hatte sie diese Jugendfreunde im Sinn? als sie über die Kinder in der Geschichte schrieb und den Spaß, den diese an einem verschneiten Christfest mit einem leibhaftigen Detektiv im Haus hatten. <laughs>